Guten Morgen, Servus. Ich zeige euch heute wieder was Neues, wie ihr so einen 3D-Schnitt erzeugen könnt. Natürlich könnt ihr auch eine Ansicht generieren. So, so. Aber dann habt ihr immer das Ganze mit drauf oder ja, es ist nur schwer handelbar. Ich mache das Ganze über Schnitte. Also Schnitt generieren. Ich gehe nicht auf einfach, sondern auf erweitert. Bei der Eingabeoption gehe ich auf frei und dann belege ich erstmal den Grundriss, den ich mit diesem Schnitt sehen möchte. Vielleicht möchte ich hier noch den Deckenaufbau zeigen, vielleicht hier noch den Aufbau im Fenster drin. Dann klicke ich hier hin, Escape einmal und jetzt muss ich die Blickrichtung von einem Fenster angeben. Dann kann ich jetzt zum Beispiel hergehen, hier in die Isometrie und dann, wenn ich hier einmal klicken, zurück in den Grundriss. Und jetzt haben wir das Ganze schon an der Angel. So. Jetzt kann ich noch sagen, okay, die Beplankung in dem Fall möchte ich nicht zeigen. Jetzt gehe ich hier, mache den Doppelklick auf den Schnitt, gehe noch auf Layer. Und in meinem Fall gibt es einen Layer Beplankung, der bei den Bodies Ingenieurbau dabei ist. Und anwenden. Und jetzt habe ich die Beplankung ausgeschaltet. Jetzt sehe ich die Dämmung oder Isolierung, je nachdem, wie ihr dazu sagt. Und ja, hier haben wir die schönen Wechselbalken und so weiter und so fort. Können das Ganze natürlich auch so machen. Also, wie ihr wollt, könnt ihr das dann darstellen. Ich finde es eigentlich so gar nicht mal so schlecht. Hier habe ich zwei verschiedene Stilflächen genutzt, damit hier dieser Schnitt, also dieser Strich automatisch kommt. Also, sind sonst identisch. Auch hier habe ich das gemacht. Genau. Hier muss ich das noch nachholen und hier auch. Aber ansonsten wird das eine super Sache. So. Mit dem Schnitt können wir jetzt auch noch Folgendes tun. Wir können uns einfach hier jetzt das Ganze in der Animation anzeigen lassen. Hier drauf. Und jetzt wollen wir aber genau das wie vorher. Wir wollen jetzt diesen Schnittbereich sehen. Jetzt gehen wir hier runter mit der Maus, bis diese Leiste da angezeigt wird. Und hier, wo aus normal steht, da klicken wir einmal drauf und haben jetzt die Möglichkeit, einen Schnittbereich auszuwählen. Ich nehme jetzt mal den Zweier und jetzt haben wir genau diesen Schnittbereich, so wie wir den angelegt haben. Und natürlich können wir auch wieder in den Layern spielen und sagen, ja, die Beplankung, die stört uns jetzt wieder. Und dann Sabalot hier geblieben. Deaktivieren wir das. Und jetzt sehen wir unseren Aufbau so. Natürlich können wir auch die Dämmung noch ausblenden und. Aber ich finde, das ist schon ziemlich cool. Und wenn euch das gefällt, natürlich gleich mal liken. Und jetzt zeige ich euch noch einen super Schmankerl. Letzte Schmankerl natürlich am Schluss. Und mit der Supports-Mengenliste, die jetzt dann einfach nur noch Subgrade-Mengenliste heißt, kann ich das Ganze auf Holzbau schalten. Und jetzt, wie ihr seht, bekomme ich automatisch die Deckenbeplankungen, Wandbeplankung mit in Quadratmeter und den Rest einfach in Kubikmeter. So, jetzt wollen wir mal schauen. Bei Pfosten haben wir sehr viele eingebaut und wir haben auch hier kleinere Pfosten natürlich drin, durch Fenster, Türen und so weiter und so fort. Dann können wir hier einfach mal auf die Details klicken und jetzt sehen wir, welche Pfosten eigentlich hinterlegt wurden, damit am Schluss diese laufenden Meter zusammenkommen. Und das ist natürlich hier einiges und ihr seht, das sind unterschiedliche Zahlen, aber die haben alle dasselbe Profil, deswegen wurden die aufaddiert. Bei der REM waren es nur zwei und so weiter und so fort. Aber so habt ihr jetzt einfach eine schöne Mengenliste für den Holzbau. Wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr diese CS Concept Bodies Ingenieurbau bald erwerben. Wann das ist und wie viel das kostet und wann es dazu Webinare gibt, kann man noch nicht hundertprozentig sagen, aber ihr könnt euch schon mal einschreiben. Da unten ist ein Link irgendwo in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Schaut einfach mal, da klickt ihr drauf, dann gebt ihr eure E-Mail-Adresse und euren Namen an und dann schreibe ich euch persönlich, wenn es dazu Informationen gibt. Ist natürlich nicht verbindlich zum Kauf, ist ja logisch. Ihr werdet einfach nur informiert, wann es dazu mehr gibt. Und jetzt würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich. Ein Ritterschlag für mich, auch abonnieren und die Glocke aktivieren.